und vielen Dank für euer Vertrauen. Es ehrt mich. Folgende Sache, ich mache das hier nicht hauptberuflich. Meistens bin ich Deutschlehrer. Ja, genau mit der Reaktion habe ich gerechnet. Aber keine Sorge, ich unterrichte nicht am Gymnasium, auch nicht an der Realschule. Nein, ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Will heißen, ich bringe erwachsenen Menschen, die die deutsche Sprache lernen wollen, Deutsch bei. Und das kann unter Umständen kompliziert werden. Was nicht an den Menschen liegt, die das lernen wollen, sondern an der deutschen Sprache. Ha? Ist wirklich so, ihr habt Glück, ihr könnt sie schon. Andere Leute hatten weniger Glück. Mit denen habe ich zu tun. Da habe ich gedacht, ich muss eine Warnung schreiben vor dem Deutschlernen, weil ich immer in diese traurigen Gesichter gucke. Und deswegen habe ich diesen Text geschrieben. Dann ist mir aufgefallen, ha, mein Zielpublikum kann ja gar kein Deutsch. Ha. Und deswegen seid ihr jetzt das Zweitverwertungspublikum. Der Text heißt, haben, sind, gewesen, gehabt, worden, sein. Attacke. Du willst Deutsch lernen? Du willst so sprechen wie die Menschen zwischen Saarbrücken und Wien, zwischen Zürich und Flensburg? Du hast den Traum, die Sprache zu beherrschen, die von Friedrich Schiller, von Annette von Droste-Hülshoff, von Rainer Maria Rilke, aber blöderweise auch von Adolf Eichmann und Scooter benutzt wurde? Du willst dir Fassbinder-Filme im Original anschauen und genauso gut verstehen können, wenn jemand sagt, Herbert, tust du das jetzt tun, was wo ich dir gesagt habe? Englisch kann jeder, Französisch ist zu affektiert und für Mandarin ist der Zug schon abgefahren, darum soll es Deutsch sein. Bevor du dich aber in ein anstrengendes und gefährliches Unterfangen machst, junger Padawan, erhöre meine Worte der Warnung. Bedenke, welche Gefahren auf deinem Wege lauern und welche hirnrissige Strukturen dir den letzten Nerv rauben können. Umlaute können zum Beispiel schon zum Problem werden. All die Ös und Üs und Äs, diese kleinen Racker, haben nämlich die nervige Angewohnheit, sich einfach in manche Verben einzuschleichen. Mhm. Ja, generell ist es gar nicht so einfach, ein Verb so mir nichts, dir nichts herunter zu konjugieren. Warum? Weil der Vokal wechseln kann, wie er gerade lustig ist. Beispiel gefällig? Sehr, sehr gerne. Ich laufe, wir laufen, ihr lauft, sie laufen, aber du läufst. Ich brate, wir braten, ihr bratet, sie braten, aber er brät. Tja, manche Verben suchen sich auch noch einen anderen Vokal, wenn sie in einer Vergangenheitsform stehen. Ja, ich laufe, sie läuft, aber wir liefen. Puh. Manche Verben sind sogar richtige Spaßvögel und gehen im Prinzip alles mal durch. Ich spreche, du sprichst, in der Vergangenheit sagt man dann aber wir sprachen. Im Perfekt nimmt man schließlich das O, dementsprechend also ich habe gesprochen. Dann gibt es noch das Wort der Spruch, im Plural allerdings mit Ü, Sprüche. Logisch, oder? Alle noch an Bord? Sehr gut. Aber, wer wird denn jetzt schon mit dem Händeringen beginnen? Eine der tollsten Eigenschaften vieler deutscher Verben ist ja, dass sie trennbar sind, genau. Und das Beste an der ganzen Sache ist, häufiger mal kommt ein Verbteil an den Anfang und eins an das absolute Ende des Satzes. Ich kann beispielsweise sagen, ich ziehe einen Apple. Aufgrund der Designästhetik und der Intuition, mit der sich dieses Gerät bedienen lässt, sowie der signifikant geringeren Virenanfälligkeit, einem Windows-PC vor. Es braucht viel Gehirnschmalz, um auf dem Weg zum zweiten Verbteil den ersten nicht einfach wieder zu vergessen. Hast du den, will ich wissen. Trennbare Verben, welches wahnsinnigen Kopf ist das entsprungen? Eine sehr gute Frage, die leider nirgendwo hinführt. Genauso wenig übrigens wie die Frage, warum es im Deutschen 5 Möglichkeiten der Pluralbildung gibt. Ja, und eine davon besteht darin, einfach keine Pluralform zu haben. Ja, der Löffel und die Löffel, der Lehrer und die Lehrer, das Meerschweinchen und die Meerschweinchen. Ich persönlich wollte ja schon eine Petition starten, wenigstens allen Deutschlernerinnen und Deutschlernern das unmotivierte Plural-S zu erlauben. Wie das geht, ich mach's kurz vor. Ein Löffel, viele Löffels, ein Lehrer, viele Lehrers, ein Meerschweinchen, viele Meerschweinchens, ein Mann, viele Männers, genau, doppelter Plural hält besser. Dann kommen wir mal zur Aussprache. Du hast wahrscheinlich schon den ein oder anderen Rammstein-Song gehört und denkst, dass sich Deutsch so anhört. So richtig schön hart und abgeranzt, viril, verraucht. Brutal.
Das Lustige ist ja, dass Till Lindemann von Rammstein das R zumeist russisch rollend ausspricht, obwohl das genau die Art R ist, die es im Deutschen gar nicht gibt. Ja, ich mach kurz vor. We're all living in America. Amerika ist wunderbar. Ah, rede mal in der Bäckerei so und alle schauen dich an, als ob die Klapse Wandertag hätte. Hallo, ich hätte gerne 2 Mohnbrötchen. Ja, danke sehr. Können Sie mir auch eine Rechnung geben? In Wahrheit gibt es auf Deutsch nur das sogenannte Reibe-R, was, wie der Name schon sagt, tief im Rachen sozusagen errieben wird. Ja? Der rallige Rollo rennt rum. Und der Rest der deutschen R's wird einfach als A ausgesprochen. Du glaubst mir nicht? In dem schönen Satz, der Herr Müller erklärt mir die Erdgeschichte, kommen original 8 R's vor, die alle nicht ausgesprochen werden. Außer man heißt Till Lindemann, dann muss es tatsächlich heißen, der Herr Müller erklärt mir die Erdgeschichte. Wenn du nun, junger Mensch, der Antritt der seltsamen Mundart des deutschen Michel sich zu bemächtigen, nach diesem sprachlichen Pandemonium, ach was sage ich, nach dieser Parade der Verwirrung, immer noch gewillt bist, dieses Monstrum einer Sprache dir anzueignen, dann, ja dann, soll es so sein. Aber sag nicht, du wärest nicht gewarnt, haben, sind, gewesen, gehabt, worden, sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.